24. Februar 2024, gleich 16 Uhr. Ich befinde mich hier im Nationalpark der Sächsischen Schweiz und möchte heute wandern und klettern, bis die Sonne untergegangen ist. Los geht's! Das heutige Kletterziel ist die Hentelstiege, die ich ja bereits letztes Jahr im Mai zum Sonnenaufgang erklettert habe, und heute möchte ich sie für den Sonnenuntergang durchsteigen. Das hier ist der Flößersteig, und zwar das Stück zwischen Beutenfall und nassem Grund. Da ich aufgrund von Parkplatzmangel am Lichtenhainer Wasserfall parken musste und keine Karten mit habe, wollte ich hier jetzt kein Risiko eingehen unbedingt, und daher gehe ich lieber einen Weg, den ich schon kenne, damit ich den Sonnenuntergang nicht verpasse. So, hier beginnt es der nasse Grund, und jetzt mit Beginn der Dämmerung machen sich die meisten Wanderer auf den Rückweg, und jetzt, wenn es dann dunkel ist und hier niemand mehr unterwegs ist, dann beginnt hier meine Zeit. Weiter geht's. Dieser Streckenabschnitt hier nennt sich Eulentilke. Dieser Weg war lange Zeit aufgrund des Baumschlages gesperrt und ist jetzt wieder freigegeben. Und das ist der kürzeste Weg Richtung Hentelstiege. Aber es ist noch Zeit, bis es ganz dunkel ist. Es wird noch, ich schätze mal, eine ganze Stunde vergehen, also ganz entspannt. Do it.
ein klein wenig Alpenglühen im Mittelgebirge. Das macht doch Fernweh auf die Alpen, auf den Großglockner.
die Händelstiege ist geschafft. Sie ging jetzt auch ganz problemlos, auch ungesichert. Ich habe jetzt meine Sicherung gar nicht verwendet. Und jetzt gibt es hier oben eine Pause und ich warte hier, bis es dunkel ist. So, gleich 19 Uhr nach einem Tee geht es jetzt weiter, weil wenn die Kälte kommt, dann wird man sehr, sehr schnell steif und das ist dann gefährlich. Und deswegen geht es jetzt hier weiter Richtung Wilde Hölle. Jetzt ist die Dunkelheitsetappe, also los geht's. Mal ein wenig spannender, und zwar geht es jetzt durch die Wilde Hölle zurück ins Kürnutschtal. Das war ursprünglich nicht geplant gewesen. Ich wollte noch die Rübetalstiege machen,
aber es ist schon zu spät. Wenn ich jetzt ins Kirnstal absteige und dann über den Flößersteig zurück zum Lichtenhainer Wasserfall laufe, dann bin ich ungefähr 20 Uhr da und hätte ich noch die Rübetalstiege jetzt gemacht, dann wäre es nicht vor 10 gewesen und mein Parkticket, das ist nur bis 22 Uhr gültig, deswegen geht es auf direkten Weg wieder zurück zum Parkplatz. So, hier biegt es der Weg ab, wieder auf den Flößersteig und jetzt ist es gleich 19:30 Uhr, also wenn ich Gas gebe, bin ich 20 Uhr wieder zurück, also es sind schon hier ein paar gute Strecken und da ich heute auch kein Kartenmaterial mit habe und die Batterien für meine Stirnlampe begrenzt sind, hat es da keinen Sinn gemacht, da jetzt noch zur Rübetalstiege zu gehen und dann vielleicht im Dunkeln da zu stehen und kein Licht mehr zu haben. Deswegen jetzt heute lieber die sichere Variante, deswegen geht's jetzt zurück zum Auto.
19.50 Uhr. Ich bin jetzt zurück bei meinem Auto. Und ich bin jetzt auch sehr zufrieden. Es hätte gar nicht mehr sein dürfen. Es wäre also wahnsinnig gewesen, jetzt noch die Rübezahlstiege zu machen. Wie schon gesagt, hätten wahrscheinlich die Batterien für meine Stirnlampe gar nicht gereicht. Also hätte ich irgendwann im Dunkeln im Wald gestanden. Und also es ist schon gut so, wie ich mich jetzt entschieden habe. Die Wanderung und die kleine Klettertour heute war deswegen geplant gewesen, weil ich meine neue Kamera hier testen wollte. Also die hier gerade filmt. Ich hatte nämlich viele Jahre lang mit der Akaso V50 Pro gefilmt. Also ich benutze die Kameras von Akaso und da ist aber die Bildstabilisierung nicht die beste. Deswegen habe ich mir jetzt die Akaso Brave 7 besorgt und mit der bin ich auch bisher sehr zufrieden und jetzt hier diese Tour war eben eine Testtour dafür. Ja, jetzt gibt es ja für mich gleich ein belegtes Brötchen und dann geht es auch dann wieder zurück nach Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.